get lost in the bullshit. Another night getting high in your dad's car. I think maybe we're bigger than we think we are. Baby, you're better than you think you are. I just wanna have a heart worth breaking. That's all I really wanna say. I'm sorry, my hands are shaking. I don't normally feel this way. But my whole life is just the chances I'm not taking. I just wanna have a heart. I just wanna have a heart. I just wanna have a heart worth breaking. I just wanna have a heart. I just wanna have a heart. I just wanna have a heart worth breaking. All I want is to feel this moment. You think happiness is somewhere else. I just wanna always treat you well, but maybe first I have to love myself. I don't know why you love me. I'm gonna try and love me. I just wanna have a heart worth breaking. That's all I really wanna say. I'm sorry, my hands are shaking. I don't normally feel this way. But my whole life is just the chances I'm not taking. I just wanna have a heart. I just wanna have a heart. I just wanna have a heart worth breaking. I just wanna have a heart. I just wanna have a heart. I just wanna have a heart worth breaking. I just wanna have a heart. I just wanna have a heart. I just wanna have a heart worth breaking. Hallo, ich hab ein kleines Problem, denn ich bin nicht da, wo ich die Szenen wechseln kann. Hallo ihr Lieben, ich hoffe es geht euch gut und ich habe auch den Chat leider nur auf dem Handy, ganz klein. Das heißt, ihr müsst jetzt ganz groß schreiben, aber funktioniert alles, hört man mich, sieht man mich? Hallöchen ihr Lieben, schön, dass ihr da seid.
Es war ein bisschen spontan, ich weiß. Aber ich hatte Bock und ich muss mir ja eh was machen, was zu essen machen. Und deswegen dachte ich, nerv ich euch einfach und ihr guckt einfach mit zu oder kocht mit, je nachdem, wie ihr wollt. Ich habe eben schon gelesen, dass ein paar von euch auch gerade in der Küche am Kochen sind. Das freut mich natürlich sehr. Hallöchen, Edimina, Hallöchen, Celine, Hallöchen, Alina, Hallöchen, Blackhead, Hallöchen, Fluffy, Hallöchen, Gnömchen, wie geht's euch, Ronja, Bea, Hallöchen. Schön, dass ihr so groß schreibt, dann sehe ich das auch besser. Björni, Hallöchen. Nee, also ihr müsst natürlich jetzt nicht die ganze Zeit in Caps schreiben, aber es ist halt ein bisschen klein. Da muss ich mir fürs nächste Mal noch was Besseres überlegen. Und ich habe auch noch eine andere Szene. Da muss ich aber da vorne hingehen, um die zu wechseln, weil ich jetzt keine Lust hatte, mein Stream Deck aufzubauen. Wäre vielleicht schlau gewesen. Habe ich nicht aufgebaut. Naja. Hast du kein Tablet oder so? Doch, warte, ich habe ein Tablet. Vielleicht liegt das hier sogar noch. Aber wenn ihr das seht, dann wisst ihr, warum ich das nicht verwenden kann. Es ist auf jeden Fall komplett Schrott. Also ja, deswegen geht nur mein Handy. Ich könnte das halt über den Fernseher anmachen, so wie wir das letzte Mal hatten, aber dann muss ich halt immer voll weit weggucken und das ist ja auch doof. Hallöchen, schön, dass ihr da seid. Fauler Sack, ich habe gerade innerhalb von einer halben Stunde das Setup aufgebaut. Guck mal. Auch ein bisschen toll, ne? Ja. Es ist gerade ganz ruhig hier, es ist ganz komisch, weil ich keine Musik höre. Ja, also die schwarze Fläche ist aber eigentlich gar nicht so schwierig zu pflegen. Also es geht eigentlich voll. Okay, man sieht natürlich, wenn es dreckig ist, aber dann muss man halt öfter sauber machen, ne? Also was wir heute machen, ganz spontan, weil ich gleich noch zum Training muss und danach natürlich Nudeln brauche. Gibt es Nudeln, ganz klar. Mit Pilzen und Sahnesoße, die aber eigentlich, also keine Milchsahne, sondern Hafersahne, weil ich von der anderen Sahne immer Bauchschmerzen bekomme. Vegane Mortadella, Hallöchen. Und Nina hat eben noch einen Command erstellt. Vielen, vielen Dank. Das wird gemacht heute. So sieht es nämlich aus. Mausi, Hallöchen, wie geht's dir? Ich habe auch eine schwarze Oberfläche. Ja, also ist ganz cool. Helle Oberflächen sind ein bisschen einfacher zu pflegen, aber ja. So, wie geht's euch denn? Und Blackhead, Dankeschön für deinen Lurk. Emil, Hallöchen und Mavi, Hallöchen. Schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Tag. Kommt das Gericht in dein Rezeptbuch? Also wenn es dieses Rezeptbuch irgendwann mal gibt, bestimmt. Aber erwartet jetzt nicht zu viel. Das ist kein Profi-Rezept. Das ist so ein Rezept, das ist mal entstanden, als ich wenig Zeit hatte und einfach irgendwas ineinander gemixt habe. Also das ist definitiv kein ausgefeiltes Rezept. Und man kann das auch eigentlich, man kann alles Mögliche reinpacken. Also das ist, erwartet jetzt kein heftiges Rezept. Pilze, Keckmist muss ins Buch. Ja. Ich saß gerade im Garten und freue mich jetzt was? Ach, dich in der Küche zu sehen wahrscheinlich, ne? Das freut mich. Ja, ich war auch gerade draußen, habe ein bisschen noch aufgeräumt, habe gesehen, also wenn man den ganzen Tag drin ist, merkt man sowas ja nicht, dass eigentlich voll schönes Wetter ist. Resteverwertung nennt man das. Ja, aber genau so ist das Rezept entstanden. Ich hatte noch so ein paar Pilze und hatte noch so ein paar hier was und da was und dann alles rein und fertig. In den Tags vom Stream steht noch Murmeln. Ja, vielleicht murmeln wir ja auch. Wir könnten hier mit... Leute, das muss ich euch eh noch zeigen. Das sind einfach die Tomaten von meinem kleinen Tomatenstrauch. Die sind ein bisschen klein und sind auch nicht die geilsten Tomaten EU West, aber es sind Tomaten und man kann sie essen und der Baum ist nicht, oder der Strauch ist nicht gestorben. Bin ich ein bisschen stolz drauf, muss ich sagen. Also sie sind wirklich sehr klein und ich habe hier jetzt auch noch einen abgeschnitten, da ist noch so eine grüne dran. Aber ich brauchte ein paar Tomaten und deswegen mussten die jetzt dran glauben. Die sind bestimmt richtig lecker. Es geht. Also sie sehen besser aus, als sie schmecken. Vor allem die Schale, heißt das Schale bei Tomaten? Die ist sehr hart irgendwie, aber sind ja nicht, das war eine YOLO-Aktion. Ich habe die aus dem Baumarkt, also kann man nichts erwarten.
Aber ne, deswegen, also das sind einfach optische Tomaten, die kommen da einfach nur rein, damit es am Ende ein bisschen rot noch leuchtet. Und das war's. Ein bisschen lecky sind die auch. Ja, stimmt, Nina hat die neulich probiert. Sie sind, ja, also sie sind nicht eklig, aber sie sind auch nicht gut. Also sie sind einfach Tomaten. Mädchen, Hallöchen, wie geht's dir? Miss Damo, Hallöchen. Optische Tomaten, ja genau. Dafür sind die da. Das sind einfach optische Tomaten. Die sind einfach nur da, um sie anzugucken und nicht, um sie zu essen. So, also. Weil ich nicht weiß, wie lange wir gleich wirklich brauchen. Wir brauchen auf jeden Fall eine Pfanne. Wir können das jetzt auf zwei Art und Weise machen. Ich würde sagen, ihr entscheidet das einfach. Entweder wir machen das alles in der Pfanne oder wir machen die Nudeln separat im Topf. Das könnt ihr jetzt entscheiden. Damit ihr... Ich glaube, ich habe das zu Nina gesagt. Wir müssen eigentlich mal einen Stream machen, wo ihr entscheidet, was ich oder wir kochen. Das wäre super lustig. Hallo Zölli, wie geht's dir? Zöller, ich habe vorhin bei dir, ich habe nicht geschrieben, aber ich habe in deinen Stream geguckt und ich dachte wirklich erst, dass du Witcher spielst. Das war ja so krass. Ich wollte nämlich erst noch schreiben, du bist übrigens in der falschen Kategorie. Das sah ja mal so echt aus. Lina, Hallöchen, du hast auch die Zutaten geholt, wie schön. Also, ne, das ist jetzt nicht 5-Sterne-Essen, aber man kann es essen, es ist lecker, es geht schnell. Und vor allem, wenn man dann vom Schwimmen oder vom Training generell kommt oder nach einem Arbeitstag von der Arbeit oder so, also bei mir war es jetzt das Schwimmen, weil ich gleich zum Schwimmen gehe, dann kann man das richtig geil danach essen und wird richtig schön satt. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden. Topf, okay. Wisst ihr, wir machen das einfach vielleicht wirklich im Topf. Umfrage sehe ich hier, glaube ich, nicht. Dann müsstet ihr mir das Ergebnis sagen, weil ich dies, glaube ich, hier nicht sehe. Topf habe ich natürlich auch irgendwo. Muss ich mal gucken. Mein Topf rostet aber ein bisschen. Und zwar hat der hier Rost. Aber man wird es trotzdem überleben. So, okay. Also, ich würde sagen, wir starten direkt durch. Weil, wie gesagt, in einer Stunde muss ich weg. Also, ich habe ja schon letztes Mal gesagt, ich bin ein Riesenfan von süßen Zwiebeln. Also es sind so ein bisschen größere Zwiebeln, die heißen auch einfach süße Zwiebeln. Die sind richtig geili. Weil die halt eben einfach so ein bisschen so einen süßen Geschmack dazu geben. Und das ist gerade vor allem mit Tomatensauce ist richtig geil. Ich habe jetzt nur die gehabt, für eine andere Soße könnte man noch andere nehmen. Belly, Hallöchen, wie geht's dir? Das sieht richtig professionell aus. Ja, vor allem habe ich das einfach in einer halben Stunde aufgebaut. Abstimmung läuft. Ach so, okay, dann warte ich noch. Ihr müsst mir dann nur gleich sagen, wie das ausgegangen ist. Genau, immer, also in der Küche, ne, immer wichtig, großes Messer, weil jeder weiß, umso größer das Messer, desto besser der Koch. Nein, Spaß. Aber großes Messer ist wirklich, kann man viel besser mit schneiden. Guck mal, ich habe auch so ein kleines hier. Aber mit diesem kleinen kann man gar nicht richtig schneiden. Das ist ja kacke. Mit einem großen Messer kann man richtig schön, jetzt hätte ich mir gerade fast den Finger abgeschnitten, kann man richtig schön schneiden. Saftige Kartoffel, Hallöchen, moin. Also es tut mir leid, ich kann nicht alles lesen, weil es ist ein bisschen klein. Alles in einem, okay, dann kommt der wieder weg. Tschüssi, dann dauert es ein bisschen länger, aber ich muss weniger abwaschen, von daher ist das gar nicht so schlecht. Okay. Diese T-Rex-Handbewegung, hallo Xandi, ja. Naja, ist ja auch Handgelenk, man schneidet ja nicht mit dem Arm. Tschüssi, top, ja. Ich finde, deine Küche bietet sich sehr für ein Kochstudium. Ja, auf jeden Fall, weil man halt von da filmen kann. Das stimmt. Das stimmt. Okay, dann alles in einem Topf. Auch gut. Beim letzten Kochstudium bei Nina haben sich alle darüber beschwert, dass ich so viel Öl genommen habe. Deswegen versuche ich mich heute mal ein bisschen zurückzuhalten. Aber ich kann nichts versprechen. Aber dadurch, dass wir in der Sahne und so weiter auch ein bisschen Fett und so haben, brauche ich ja nicht so viel Öl. Also wir packen erstmal ein bisschen Öl hier rein. Die Dinger kann ich euch übrigens empfehlen, die gibt es von Ikea und die sind richtig geil, weil man viel besser Öl dosieren kann als aus einer Flasche. Und die kosten auch nicht viel. Kann ich euch sehr empfehlen. So, okay, erste Aufgabe abgeschlossen und direkt schon gekleckert. Easy.
Bipsat, hallo! Alles in einem Topf? Ach so, ja, nein, also im Topf mache ich das sowieso nicht. Ich mache das dann alles in einer Pfanne. Der Topf ist kacke. Das geht in der Pfanne viel besser. Und Xandi, ganz viel Spaß bei deiner Nichte. So, wir fangen jetzt an. Also. Und Rosi, hallöchen, wie geht's dir? So, also wir schneiden erstmal. Okay, ich glaube, ich muss nicht erklären, wie man eine Zwiebel schneidet. Ich glaube, das weiß jeder. Und Celi, hallöchen. Ich weiß jetzt immer nicht, ob ich jetzt Celi oder Sally sagen soll oder was ganz anderes. Ich bin jetzt maximal verwirrt, wirklich scheiße. Was ist jetzt los? Scheiße, es ist viel zu weit weg. Ach, ich ja, kann es nicht lesen. Ich muss hingehen. Ich kann es nicht lesen. Xandi, vielen, vielen Dank für deinen Resub im 11. Monat auf Stufe 2. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir von Herzen. Das sind 10 Monate. Ach so, ja genau, ich bin umgezogen, richtig. In der Küche davor hätte ich das nicht machen können. Ja, man muss meistens bei diesen süßen Zwiebeln nicht weinen, aber manchmal dann auch doch. Ich glaube, das sind welche, von denen man auch ein bisschen weinen muss. Naja, der Resub im 11. Monat heißt ja, dass wir uns jetzt 10 Monate kennen. Hä? Achso, Bipsat ist im Timeout, deswegen sehe ich die Nachricht dann nicht mehr richtig. Wie vorausschaubar möchte man sein? Hä, was? Warum? Es gibt süße Zwiebeln, ja, das kennen voll viele nicht. Das gibt es auch nicht in so vielen Läden, aber beim Edeka gibt es das meistens. Und ich schneide mal ein bisschen, versuche mal ein bisschen leiser zu schneiden. Okay, das geht nicht. Die sind ziemlich nice. Also wenn ihr die mal findet. Ach so, und das Schneidebrett, das habe ich von Nina bekommen. Also deswegen, Props gehen raus an Nina. Ach so, und ich benutze auch Ninas Mikrofon übrigens. Ich meine, wenn sie das einfach hier alles liegen lässt. So sollte ich das jetzt nicht sagen. Ach so. Ich dachte, so sollte ich das jetzt sagen. Okay, man muss weinen von den Zwiebeln, oh Gott. Man muss definitiv, oh, puh. Weißt du, was richtig peinlich wäre, wenn ich mir jetzt in den Finger schneiden würde? Vielen, vielen Dank für den Resub. Oh Gott, ich muss schon weinen. Ich guck sofort. Es war ein Resub. Vielen, vielen Dank. Ich gucke sofort nach. Ich kann es leider von hier nicht sehen. Blonde Zitrone, hallöchen, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. So. Boah, man muss wirklich weinen davon. Oh. Oh Gott. Chat, das ist ganz belastend gerade. So. Ich habe mich geschnitten. Aber nur ein ganz bisschen, alles gut. Ich mache jetzt erstmal den Herd an. Ja, das ist natürlich belastend. Ich sag's noch, das wäre natürlich jetzt peinlich, wenn ich mich jetzt schneide. Aber es ist nur ein ganz bisschen. Und Peachax, danke schön für deinen Reset im 3. Monat. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, dir geht's gut. Naja, gut, das, was ich gemacht habe, macht man aber auch nicht. Man schiebt nicht seine Hand so an einem Messer vorbei, ne? Naja, okay, also die Zwiebeln kommen hier rein. Das sind jetzt ziemlich viele, aber man kann nicht zu viele Zwiebeln haben. Meiner Meinung. So.
Nee, der piept nur. Das macht, glaube ich, jeder Induktionsherd, weil sonst weißt du ja nicht, ob der an ist. Also eigentlich macht der keine Geräusche. Anu, Hallöchen, wie geht's dir? Gibt's einen Affiliate-Link für das Brettchen? Ja, bestimmt. So, also wir machen das jetzt folgendermaßen. Wir packen die Zwiebeln da rein und dann packen wir gleich zusammen den Knoblauch. Oh, die Zwiebeln ballern aber wirklich rein. Den Knoblauch und die Pilze rein. Und ich weiß, dass man Pilze eigentlich nicht abwäscht. Ich mache es trotzdem, weil ich das irgendwie strange finde, weil die offen im Laden rumliegen. Und deswegen wasche ich die jetzt trotzdem ab. Welche Stufe der Herd? Also ich habe jetzt 7 von 9 gemacht. Also du kannst die, letztes Mal haben wir das ja wenig gemacht. Diesmal kann man die Zwiebeln, auch wenn man mag, gerne ein bisschen schärfer anbraten. Also man kann sogar 8 von 9 machen, theoretisch. Und dann gleich müssen wir es aber weniger machen. Ich wasche jetzt die Pilze trotzdem ab. Wie gesagt, ich finde das irgendwie komisch, wenn man die nicht abwäscht. Aber vielleicht bin ich auch einfach ein bisschen komisch. Wahrscheinlich beides. So. Ja, jetzt müsst ihr mich von hinten begutachten. Aber das ist man ja mittlerweile eh gewohnt von den Klemmbaustein-Streams. Kann man eigentlich diesen Fuß hier mitessen? Ich mach den immer raus. Ich bin nicht, also ein Pilzkenner bin ich definitiv nicht. Ihr könnt übrigens, dürft die Antwort noch nicht schreiben, weil ich sie gerade nicht sehe. Ihr müsst kurz warten. So, jetzt komme ich wieder. Hallo? Okay, ich mach's mal doch lieber auf 7. Sonst ist ein bisschen. Kann man, okay. Warum mache ich die denn mal ab? Man weiß es nicht. Sandra, Hallöchen, wie geht's dir? Du machst doch von hinten eine Suppi-Figur, ja, das freut mich. So, dann nehmen wir unsere Pilze. Schneiden die einmal längs. Komm her. Und einmal quer. Okay, also ich merke schon, viele von euch sind nicht so Pilzfans, ne? Ich muss sagen, ich war das früher auch nicht. Mittlerweile geht's. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich, das sieht man ja allein schon dran, wie ich die Pilze hier schneide, dass ich das nicht oft mache mit Pilzen. Aber so ab und zu und gerade mit Sahne sind Pilze schon sehr geil. Und da kann mir keiner was sagen. Der Geschmack von Pilzen ist sehr geil. Anni, Hallöchen, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Ist das Schneiden eigentlich sehr laut? Champignons. Also ich finde den Geschmack von Pilzen eigentlich immer geil, wenn dann ist es die Konsistenz, die nicht so geil ist. Aber in dem Gericht hier merkt man das nicht so doll, kann ich euch sagen. Man kann das übrigens alternativ auch sehr gut mit Reis machen, kann ich euch auch empfehlen. Also wenn ihr keine Lust auf Nudeln habt, kann man das auch super mit Reis machen. Schmeckt auch richtig geil. Nein, geht absolut klar. Okay, supi. Ich liebe, liebe, liebe Pilze. Okay, dann ist das vielleicht, sind Pilze vielleicht so wie Softcakes. Dass man sie entweder liebt oder hasst. Vielleicht. Champignons und Knobi, ja. Also, Knoblauch ist halt eh eine geile Sache, ne? So, gleich fertig geschnitten. Seid ihr eigentlich jemand, der gerne schneidet oder lieber so, also wenn man jetzt sagt, okay, hey, wir kochen was zusammen, seid ihr dann die Person, die lieber hier so, guck mal, da muss noch Öl rein, da könnt ihr mir nichts erzählen. Die eher so am Herd steht und so ein bisschen kocht oder seid ihr lieber die, die dann sagt, komm, ich schnibbel den ganzen Bums. Liebe Pilzgeschmack, aber die Konsistenz kritisch. Okay, also ich glaube, da sind wir uns fast alle einig.
sehe ich nämlich auch so. Aber wie gesagt, in dem Gericht geht es wirklich. Versprochen. Ist wirklich okay. So, das sieht jetzt aus wie ein Riesenhaufen. Seht ihr überhaupt was? Ja, es ist aber kein Riesenhaufen. Ich liebe es zu schneiden, aber nur... Okay, da sollte noch was kommen, ne? Marietta, Hallöchen! Aber nur, wenn ich... Achso, es ist übel strange, den Chat hier zu lesen. Aber nur, wenn ich nicht unter Druck gesetzt werde. Ja, dann ist es, kann es ja auch gefährlich werden, ne? Also das wollen wir natürlich nicht. So, Chat, wie viel Knoblauchzehen wollen wir dran machen? Sind nicht so große. Aber ich will auch nicht 5 da dran machen, also... Was ich euch übrigens sehr empfehlen kann, was sehr geil ist, habt ihr bestimmt schon mal im Internet gesehen, aber es schmeckt wirklich sehr geil. Ihr packt den Knoblauch, schneidet das obere Stück ab, packt das in Alufolie, macht Salz und Olivenöl rein und stellt das für 20 bis 30 Minuten in den Ofen. Danach könnt ihr das so zerdrücken, aufs Brot schmieren, irgendwo reinmachen, ist einfach nur geil. Ich bin die Einzige in meinem Freundeskreis, die kocht, mache also alles alleine. Ja, also ich meinte auch nur... Aber trotzdem hat man ja vielleicht so Vorlieben. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich super gerne Sachen schneide. 2, okay, alle. Sally, du hast eben geschrieben, dass du irgendwas auch kochst. Was gibt's bei dir Leckeres? Und Sarah, Hallöchen. Ich schneide meistens und mein Verlobter kocht. Ja, aber das ist doch eine gute Aufteilung dann. Okay, also ihr sagt 2, dann machen wir da 2 rein. Nächste Frage. Ich frage euch jetzt alles aus. Wenn man Knoblauch hat, dann gibt es ja in der Mitte immer diesen Strang. Macht ihr den raus oder lasst ihr den drin? Also der ist ja manchmal ein bisschen bitter. Nudeln mit Thunfischsoße, oh geil. Aber ganz ehrlich, ich finde bei Nudelgerichten ist es ganz oft so, je einfacher das Gericht, umso geiler schmecken sie fast. Also ich meine, Nudeln mit ein bisschen Knoblauch, Olivenöl, bisschen Basilikum, dauert so lange, wie die Nudeln brauchen. Und dann ist es fertig und ist einfach geil. Okay, Björni macht's raus, Bea macht's auch raus. So viele machen das raus, ich lasse den fast immer drin, aber wenn ihr den alle rausnehmt, dann nehme ich den auch raus. Zack, übrigens Umfragen sehe ich nicht. Danke, Kathi. Anouk lässt es drin. Also ich lasse es meistens auch drin. Es sei denn, ich mache zum Beispiel was, wo der roh reinkommt. Aber heute mache ich es auch mal raus. Sieht super professionell aus hier, ne? Ist aber auch kein frischer. Bei frischem geht der besser raus. Ja. Was für ein Teil in der Mitte? Also in der Mitte vom Knoblauch ist immer so ein kleiner Strang. Der ist, wenn das frischer Knoblauch ist, ist der sogar grün. Und der kann halt ein bisschen bitter sein. Und wenn man den rausmacht, schmeckt das meistens besser. Aber ich für mich habe irgendwie so gemerkt, dass wenn ich den jetzt einfach koche, merke ich da gar keinen Unterschied. Aber, oh scheiße, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Jetzt sind die Zwiebeln ein bisschen angebraten. Das ist jetzt nicht super schlimm. Aber auch nicht top. So, okay, jetzt kommt Knoblauch rein. Zack. Und die Pilze. So. Und das werden auch gleich weniger Pilze, also die schrumpfen ganz schön. Und wenn man jetzt sagt, man findet die Konsistenz von Pilzen, also man mag Pilze lieber roh, dann kann man die natürlich auch am Ende reinmachen. Aber ich mache die jetzt schon rein, weil ich weiß, dann werden die zwar weich, aber die werden dann so weich, dass man die eigentlich gar nicht mehr merkt. Und dann ist es fast so ein bisschen wie Geschmack davon. Und Anni lässt den auch immer drin. Oh, Sally, jetzt habe ich gar nicht gesehen, falls du geschrieben hast, was du kochst. Aber es wird bestimmt großartig. Agi, Hallöchen, wie geht's dir? So, ich mache das jetzt mal ein bisschen runter, eine Stufe niedriger. Und wie gesagt, das ist ja ein YOLO-Gericht. Und bei einem YOLO-Gericht kann man da auch YOLO-Sachen reinmachen. Deswegen mache ich jetzt ein ganz bisschen Tomatenmark rein. Sarah, Hallöchen, wie geht's dir? Knoblauchpresse, ja, das stimmt. Oh, das ist auch,
Das ist auch eine Sache, da entscheiden sich ja auch die Geister. Ne? Ich habe auch eine, habe ich noch nie benutzt. Habe ich wirklich noch nie benutzt, weil ich immer denke, dann muss ich die ja sauber machen danach. Guck hier, ich habe auch eine. Nee, ich habe gar keine, guck. Ich habe eine Knoblauchreibe, aber keine Presse. Ich dachte, ich hätte eine Presse. Nee, ich koche nicht jeden Tag aufwendig. Meist, obwohl doch, ja, nee, also ich würde das Gericht jetzt auch nicht als aufwendig bezeichnen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt, sage ich mal, Nudeln mit Tomatensauce mache, dann bin ich in 20 Minuten durch. Und wenn man jetzt mal ehrlich ist, wenn ich mir jetzt ein Fertiggericht mache, okay, klar, dann stehe ich die 20 Minuten zwar nicht in der Küche, aber bis das fertig ist, muss ich auch 20 Minuten warten. Mehr oder weniger. So. Übrigens, habe ich ja letztes Mal schon gesagt, meine Gerichte sehen nie schön aus. Ne? Also von daher. So, also wir nehmen jetzt schon mal die Sahne und ich mache auch ein bisschen Milch rein und auch ein bisschen Wasser. Also wir machen eine gute Mischung. Man kann das aber auch nur mit Milch machen, habe ich auch schon gemacht. Geht auch sehr gut. Ich habe jetzt hier eine Hafersahne Cooking. Kann man aber auch normale Sahne nehmen. Muss auch nur gut schmecken, genau. Kochst du jeden Tag frisch? Ja. Nein, ja doch. Hä, wieso ist die auf? Naja, ich werde es überleben. So, ich mache mal eine halbe dran. Ich habe nämlich keinen Bock, dass das so super viel ist. So. Zack. Dann mache ich noch ein bisschen von der Milch dran und dann kommt noch ein bisschen, beziehungsweise dann kommt gleich sogar noch mehr Wasser dran, weil wir die Nudeln da ja jetzt mit drin direkt machen. Und dann sind wir prinzipiell, müssen wir dann eigentlich nur noch warten, bis das fertig ist. Also das ist wirklich nicht schwierig. Katalöchen, wie geht's dir? Also das Ding ist halt, also mir macht halt Kochen auch Spaß, aber ich finde es halt auch einfach geil, dass man sich halt einfach auch richtig viel machen kann. So, also wenn ich mir halt so viel, dann muss ich mir ja 4 Gerichte bestellen, wenn ich mir das bestelle halt so. Und deswegen mache ich das. So, genau, das können wir jetzt nochmal ganz kurz ein bisschen aufkochen. Man kann auch, wenn man mag, ein bisschen Butter dran machen. Also man kann da eigentlich, kann man da wirklich viel flexibel arbeiten mit dem Rezept. Hast du gelesen, was ich geschrieben habe? Nee, habe ich nicht gelesen. Kannst du nochmal schreichen? Also es ist wirklich, ich lese den Chat auf so einem kleinen Fenster. Oh, da läuft meine Nachbarin lang. Die denken wahrscheinlich auch, was macht der denn jetzt? Jetzt filmt er sich beim Kochen. Naja, egal. Als nächstes brauchen wir die Nudeln. Genau. Ich weiß nie genau, wie viel Wasser ich da dran machen muss. Ach, das geht auf, wenn man die aufdreht. Ach so, okay. Weil bei der Milch muss man das ja abziehen. Ja, riecht schon ein bisschen geil, aber noch nicht richtig krass. Also ich muss sagen, vom Geruch ist es mit Kuhmilch ein bisschen geiler, weil es jetzt halt ein bisschen nach Hafer riecht. Und deswegen riecht man nicht mehr so viel die Pilze. Aber vom Geschmack her, das habe ich ja auch schon bei der Béchamel-Soße gesagt, finde ich es mit Hafermilch mindestens genauso geil. Das ist der Deckel. Ach so, okay. Carrie, Hallöchen, wie geht's dir? Und Jommy, Hallöchen. Krieg gerade richtig Hunger. Ja, das ist gut. Also, beziehungsweise, wenn ihr natürlich nichts zu essen habt, ist nicht gut. Jetzt muss ich euch was beichten. Ich weiß, man hätte das auch in einem Topf machen können, aber ich meine, Töpfe sind sehr schmal, also man braucht ja viel Platz. Und wenn ich jetzt die ganzen Nudeln da reinmache, in der ganzen Länge, dann hatte ich es öfter schon mal, dass die zusammenpappen. Deswegen, es tut mir leid, aber ich muss die Nudeln jetzt durchbrechen. Es ist Pain, ich weiß. Es ist eigentlich das Schlimmste, was man tun kann, aber ich muss es leider tun. Hier sind übrigens meine Tassen, aus denen ich immer trinke. Machen wir jetzt erstmal, ich würde sagen, wir machen da mal 4 Tassen erstmal dran. Wir können ja zur Not noch nachgießen. Es tut mir leid,
Wie viel habe ich jetzt gemacht? 2, glaube ich, ne? 3. Und Nummer 4. Ich hoffe, das passt und ist jetzt nicht zu viel. Nicht durchbrechen. Na gut. Ja, dann mache ich sie. Okay, ich versuch's ganz. Aber dann kann es natürlich sein, dass es richtig in die Hose geht. Aber ich versuch's ganz. Okay. Okay. So. Weil, guck, die passen da nicht rein. Ne? Ist halt ein bisschen belastend. Aber naja, wenn sie unten weich werden, kann ich ja nachschieben. Ich habe übrigens jetzt welche von, keine Ahnung, wie die heißen. Und die brauchen 7 bis 9 Minuten. Ja, am besten ist es, wenn man noch ein bisschen dünnere nimmt, dass es ein bisschen schneller geht. Hatte ich jetzt aber nicht da. Ich habe sie nicht durchgebrochen, okay? Man schiebt nach. Ja, das stimmt. Nee, ich bin auch kein One-Pot-Profi. Ich mache auch lieber in mehreren Gerichten, mehreren Töpfen. Vor allem, und da könnt ihr mir nicht widersprechen, One-Pot dauert immer länger. Man muss zwar weniger abwaschen, aber es dauert immer länger. Finde ich zumindest. Weil, wenn ich Nudeln im Topf zum Beispiel koche, sind die ja viel schneller fertig. Aber egal, wir kriegen das hin. So, ich mache mal hier ein bisschen mehr Power. Obwohl es auch ein bisschen aussieht wie ein Kunstwerk, ne? Obwohl, ihr seht das jetzt gar nicht richtig. Celine, Hallöchen, wie geht's dir? Für mich wäre es okay gewesen, hättest du sie durchgebrochen. Ja, aber eigentlich, also ich mache das zum Beispiel auch immer so, dass die Nudeln immer ganz oben in dem Einkaufskorb liegen, damit die nicht durchbrechen. Mein Herz blutet, wenn ich das höre. Tiffany, Hallöchen, ich hoffe, dir geht's gut. Ich habe es ja nicht gemacht. Ach so, nee, ich koche normalerweise nicht um die Uhrzeit, aber ich gehe halt gleich zum Training. Und deswegen bereite ich das jetzt vor. Ich weiß gar nicht, vielleicht esse ich nicht mal vorher was. Wahrscheinlich ein ganz bisschen. Und dann habe ich aber was, wenn ich vom Training wiederkomme. So, jetzt kann ich sie nachschieben. Aber wie ihr seht, also das war jetzt schon alles, was wir an Kochen eigentlich machen müssen. Jetzt müssen wir nur warten, bis es fertig ist. Jetzt schneiden wir am Ende noch die Tomaten, machen noch ein bisschen Basilikum dran, müssen das natürlich noch würzen. Das habe ich jetzt tatsächlich vorher vergessen. Das können wir aber auch ganz entspannt gleich noch machen. Und dann ist das schon fertig. Also deswegen meinte ich, das ist jetzt kein super langer Stream. Ich wollte es aber mal testen, ob das gut klappt hier, ob ihr da auch Interesse dran habt. Und dann kann man das ja auch mal mit aufwendigeren Gerichten machen, so wie mit der Lasagne zum Beispiel neulich. Bei Senina. Bist du abends oder mittags warm? Ich esse tatsächlich eigentlich immer abends warm, weil ich morgens immer keinen Hunger habe oder wenig Hunger habe. Und dann halt erst so um 11, 12 esse. Und wenn ich dann, sage ich mal, jetzt um 5 warm essen würde, also richtig, ne, so, dann hätte ich ja um 10 oder 11 wieder Hunger. Und deswegen esse ich dann nachmittags meistens nur so ein bisschen was und esse dann abends warm. One-Pot hat den Vorteil, dass man sich Zeit erschummeln kann. Das Essen muss kochen und man selbst kann kurz 5 Minuten durchhaben. Das stimmt, das stimmt. Man muss weniger machen, also man muss weniger, sage ich mal, aktiv aufpassen oder so. Und man muss natürlich am Ende auch weniger abwaschen. Da gebe ich dir vollkommen recht. Aber das Argument, was ja manche bringen, dass ein One-Pot jetzt immer schneller ist, würde ich jetzt nicht unterstreichen. Oder wie siehst du das, Kat? Aber was du sagst, das stimmt auf jeden Fall. Wenn alles drin ist, dann muss man nur noch warten, bis es fertig ist. Und dann muss man nichts machen, da hast du recht. Aber ja, dass Kat das One-Pot-Game durchgespielt hat, das war mir auch schon klar. Ich habe jetzt so einen Hunger, ich gehe jetzt Champignons kaufen. Mach das. Wenn ich jetzt wieder direkt einen Timeout bekomme, bin ich aber wirklich weg, Leute. Bekommt Bipsat die ganze Zeit einen Timeout? Hallo, entspannt euch jetzt mal. Nicht die ganze Zeit Bipsat timeouten. So. Wenn die Nudeln gleich zusammenpappen, dann haben wir ein richtiges Problem, ne?
Es ist ganz schön warm hier. So, okay. Wir können ja schon mal ein bisschen Salz dran machen. Ein bisschen Pfeffer. Obwohl ich nicht so ein Pfefferfan bin, aber ein ganz bisschen geht dran. Können wir machen. Hat doch funktioniert, ohne die Nudeln durchzubrechen. Ja, nein, das funktioniert auch, aber manchmal kleben die dann so zusammen, weißt du, weil ich die nicht schnell genug auseinanderziehen kann. Das ist das Problem. Ja, Sally, da hast du dann direkt mal deinen Timeout bekommen. Ich würde nie behaupten, dass OnePot schneller geht. Ja, aber da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Dann sind wir uns da ja einig. Das stimmt. Bin mal gespannt, ob ich das vielleicht sogar so hinkriege, dass das schön aussieht. Aber ich bezweifle das ehrlich gesagt. Momentan sieht es ziemlich eklig aus. Also wirklich. Ganz wirklich. Isa macht das. Schön, dass du da warst. Vielen Dank. Boah, ey. Normalerweise ist ja die Dunstabzugshaube an und dann kommt nicht die ganze warme Luft einem die ganze Zeit ins Gesicht. Ich fange echt an zu schwitzen. Naja, also sieht ein bisschen interessant aus. Aber es ist ja auch noch nicht fertig und später haben wir ja nicht mehr so eine Flüssigkeit, sondern später ist es ja so ein bisschen cremig. Und dann wird's geil. Kannst du uns den Geruch beschreiben? Nee, kann ich nicht. Ich kann sie mal anmachen. Ich kann sie mal ein bisschen anmachen. Also jetzt ist sie an. Nee, sie war ja auch gerade noch nicht an. Die brauchen wir ein bisschen. Jetzt ist sie an. Ich kann die aber auch ruhig ausmachen. Also ja, ich kann nicht beschreiben, wonach es riecht. Es riecht so nach einer Mischung aus Pilzen, Zwiebel, also alles, was drin ist. Geht voll klar, na gut. Und direkt ist es nicht mehr so warm. Wunder der Technik. Okay, ich habe sie jetzt auch nur ein bisschen an, aber es reicht tatsächlich auch, weil die Pfanne ja nicht so hoch ist. So, man könnte natürlich jetzt auch währenddessen schon aufräumen, aber da habe ich keine Lust zu. Bei mir regnet es, bei mir ist voll schönes Wetter. Bei mir ist richtig, richtig schönes Wetter. Lina, Hallöchen. Es gibt Nudeln mit Sahne, in Sahnesoße mit Pilzen und ein paar Tomaten aus dem Garten. Ja genau, die ist hier im Herd drin. Das ist eine, die nach unten zieht, weil auf diesen Inseln, sonst hätte man die hier direkt oben drüber. Da ist auch gar kein Anschluss halt. Ich kann nichts mehr hören wegen der Belüftung. Was sagt er hier? Guck mal, Bipsa, nur für dich. Und Tiffany, sehr gut, dass du zu Hause angekommen bist. Ich hoffe, du hattest einen entspannten Arbeitstag und hast nicht zu viel in verschiedenen Streams deine Zeit verbracht, sondern hast auch deine Arbeit geschafft. Ich glaube, wir müssen gleich nochmal Wasser nachgießen, weil ich glaube, die Nudeln sind noch sehr hart. Aber vielleicht auch nicht, weil wenn wir jetzt zu viel Wasser reinmachen, haben wir auch ein Problem. Deswegen warten wir nochmal ein bisschen ab. Und ich werde jetzt schon mal kosten, das Ganze hier. Einfach nur mal, um zu gucken. Viel zu wenig Salz dran. Viel zu wenig. Schmeckt ja nach nix. Hört sich an wie ein Sauger beim Zahnarzt. War zum Zahnarzt. Ich finde beim Zahnarzt ganz schlimm, wenn die Zahnsteine entfernen und das so und das dann durchs Ganze, man kriegt so Gänsehaut am ganzen Körper, ist ganz schlimm. Klepperin, Hallöchen, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Okay, wir brauchen noch mehr
Flüssigkeit, Chat. Mehr Flüssigkeit. Einer geht noch. So. Oh, Nudelsalat machst du, Carrie? Lecker. Nudelsalat ist auch eine richtig geile Sache. Nina, hast du nicht mal von so einem tollen Nudelsalat erzählt? Den könntest du doch mal in einem Kochstream machen. Dann würde ich den auch direkt hier mitmachen. Ich war gestern erst beim Zahnarzt, habe es erfolgreich überlebt. Das ist schon mal gut, Anouk. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Bei mir haben sie vor dem Umzug noch ein Loch gestopft. Ohne Betäubung. Das mache ich nie wieder. Warum hast du das denn ohne Betäubung gemacht? Bratnudeln mit Ei und davon Nudeln mit Bolognese. Ach, davor. Ey, Nudeln, was hab ich denn? Ich habe gestern auch Nudeln gegessen. Also Nudeln kann man auch eigentlich nicht zu wenig essen, finde ich. Was sind denn eure Lieblingsnudeln? Sandri, hallöchen, wie geht's dir? Ja, das ist korrekt. This is korrekt, yes. Ich mache später Gulasch mit Kartoffel und Rotkohl. Oh mein, Rotkohlzeit kommt jetzt wieder, ne? Oh mein Gott. Leute, nicht zu schnell schreiben. Hallo, ich bin hier klein. Man kann nie genug Nudeln essen, ja, das stimmt. Aber Nudeln sind auch einfach geil, weil Nudeln, man kann mit Nudeln alles machen irgendwie. Man kann Nudeln als Hauptgericht, als Vorspeise, als Beilage, okay, als Nachtisch ist vielleicht ein bisschen kritisch. Obwohl, Spaghetti-Eis, ne? Sandri ist Küchenprofi. Ja, also ich, also vor allem, wie hast du das denn jetzt erkannt? Also, weil das steht ja hier, aber da ist ja der Schriftzug vor. Ich merke schon. Ach so, bist du mit deinem, Sandri, bist du mit deinem Puzzle fertig geworden? 1000 Teile, da braucht man wahrscheinlich nicht, ne? Für 1000 Teile braucht man ja eh schon lang. Und wenn das dann noch so ein Secret-Ding ist. Nee, heißt das Secret? Wie heißt denn das nochmal? Also ich muss ja sagen, ich bin Fraktion Spaghetti, ne? Muss ich ja sagen. Aber es gibt auch, eigentlich sind fast alle Nudeln geil. Leona, hallöchen, wie geht's dir? Früher mochte ich Nudeln nicht so sehr. Mittlerweile würde ich sie nur noch essen, ja. Also ich mag das tatsächlich nicht, wenn Nudeln so, also wenn man die so viel zu lange kocht, wisst ihr das? Also die müssen, also al dente finde ich geil. Ich mag das aber auch mal, wenn die mal ein bisschen weicher sind. Aber wenn die halt so nach Wasser schmecken. Also wenn die, sag ich mal, wenn auf der Verpackung steht, 6 Minuten kochen, man kocht die 12 Minuten. So, dann sind die ja so voll mit Wasser gezogen. Ich finde, dann schmeckt es halt überhaupt nicht mehr. Ich finde, dann schmeckt es auch einfach als nicht, nach nichts mehr. So, aber jetzt kriegen wir langsam hier eine gute Konsistenz hin. Das heißt, jetzt können wir das Wasser gleich einkochen lassen und dann passt's. Ja, Tiffany auch Profi. Also ich habe nur Profis hier. Adlerauge, ja. Ach krass, also habt ihr beide das jetzt hieran erkannt? Das ist ja wild. Also ich war hiervon erst nicht überzeugt, weil ich dachte so, hä, das zieht ja nach unten, das ist ja voll ineffizient, aber es funktioniert wirklich gut. Es ist viel leiser. Das Einzige, was doof ist, wenn man halt wirklich so einen riesigen Topf hat, aber ich habe gar nicht so hohe Töpfe. Also wenn man jetzt so einen Topf hätte, dann müsste man das halt auf voller Stufe laufen lassen, aber so ist voll nice. Ach, Chat, ich rede hier von Pasta. Jede Nudel ist eine Tonne Nudel. Ja, ist auch echt so. Meine Oma hat mal 30 Minuten lang gekocht, weil mein Vater, Sabine und ich zum Essen verspätet haben. Und dann hat sie die ganze Zeit gekocht. Oh mein Gott. Nee, dann mag ich Nudeln nicht mehr. Also wenn man die so lange kocht, dann mag ich die nicht mehr. Ich hatte zum Beispiel mal einmal, es gibt ja von, ich weiß gar nicht, ob die hier auch, ja doch, es gibt ja, also Spaghetti haben ja immer so eine, wahrscheinlich ist das, keine Ahnung, also so eine Zahl. Ne? Und umso höher die Zahl, umso dicker sind die, ja. Und ich hatte mal diese ganz dünnen von Barilla sind die, glaube ich, diese Nummer 2. Also die kocht man auch nur eine Minute. Boah, ich fand die so eklig. Das war einfach nur Matsche. Lilly, hallöchen, wie geht's dir?
Ja, dass du da arbeitest, weiß ich, Tiffany. Deswegen, dass du ein Profi bist, das weiß ich doch. Matschepampe, ja, das glaube ich. Nee, dann ist nicht geil. Also was ich halt geil finde, wenn die Nudeln so ein bisschen die Soße aufnehmen. Deswegen mache ich das immer so, wenn ich halt Nudeln also eigentlich fast immer mit einer Soße mache und das nicht in One Pot ist, dann koche ich die Nudeln so ein. Habe ich mich gerade erschrocken, ey. Hallo. 1 bis 2 Minuten weniger, als auf der Packung steht und lasse die dann noch mit ein bisschen Nudelwasser ein paar Minuten, sozusagen die Soße aufnehmen. So, Moment, ich gucke jetzt gleich. Ich kann das ja von hier wieder nicht erkennen. So, aber langsam wird es hier was. Das ist ein bisschen unpraktisch, dass ich hinlaufen muss. Vanni, vielen, vielen Dank für 300 Bits. Ich danke dir. Sehr, sehr lieb von dir. Ich habe sogar noch eine andere Szene gemacht, aber die brauche ich ja gar nicht. Da wäre das hier in groß. Nummer 3 und Nummer 5 sind die besten. Ja, ich finde Nummer 5 sehr geil. Obwohl, manchmal sind auch die dicken Nudeln geil. Ja, kipp das ruhig. Ist okay. Es geht ja gerade um Nudeln. Also, da weiß man ja. Also, man sieht ja, dass es nicht um. Also, ja. Genau. Wann, ich hoffe, dir geht's gut. Schön, dass du da bist. Ach so, das hätte ich jetzt hier auch im Chat lesen können. Ne? Ich bin dumm. Hi Lukas, ich bin positiv. Hast du Tipps gegen Langeweile? Ja, habe ich tatsächlich. Klingt jetzt vielleicht dumm, aber lern was. Also irgendwas, was dir Spaß macht. Also, keine Ahnung, lernen irgendeinen neuen Skill. Muss ja jetzt nicht, wenn du jetzt positiv bist, muss das ja nicht was sein, wo du dich bewegen musst. Es gibt ja auch andere Skills. Keine Ahnung. Videos schneiden, programmieren, ein Instrument lernen. Gut, dafür müsste man ein Instrument da haben, das ist vielleicht schwierig. Malen, schreiben, lesen, kochen, singen. Vielleicht hat der Chat noch ein paar Ideen. Charlie, Hallöchen, wie geht's dir? Lukas Stream schauen, genau. Der aber ja nicht mehr so lange geht, weil Herr Live ja nur mal testen wollte. Hab die Wohnung ein bisschen auf Vordermann gebracht und Wäsche gemacht und ja, alles super. Bin jetzt bei dir so, kochen läuft super, wie ich sehe. Ja, also. Ist nichts Wildes heute, aber ja. Achso, wir können jetzt übrigens, fällt mir gerade ein, wir können jetzt tatsächlich, ich habe ja ganz Basilikum vergessen. Ach, ich bin aber auch dumm. Okay, Moment, das ist natürlich jetzt wichtig. Wo ist meine Schere? Wo? Ah, hier unten. Frag mich nicht, warum meine Schere auf dem Boden liegt. Ja, normalerweise ist der eingepackt, aber der Dings war jetzt so dreckig. Ich hoffe, ihr wisst, wie man Basilikum schneidet. Und zwar immer schön, also das wisst ihr wahrscheinlich, aber man soll ja auch was lernen, immer schön über den, also nicht abreißen, sondern immer über den, wie heißt das, Astgabeln. Nein, keine Ahnung. Weil dann, wenn ihr da abschneidet, dann bilden sich neue Stränge. Und ja, ich weiß, dass man auch eigentlich den Basilikum umtopfen muss. Weiß ich alles. Habe ich aber nicht gemacht, weil es letztes Mal voll in die Hose ging. Und ich auch keine Zeit dafür hatte. So, das reicht. Huch. Dann wollen wir das einmal ganz kurz unter das Wasser halten. Wer weiß, was da im Laden so los war. Plus eins, was? Plus eins für mehr Kochstreams. Ja, also wenn ihr da Spaß dran habt, dann können wir das gerne machen. Ich hätte ja auch mal Bock, so eure Rezepte. Und damit meine ich halt nicht Rezepte, die ihr mal aus dem Internet habt und halt dann gut findet. Ich meine, klar, die können wir auch mal machen, aber ich finde es halt geil, wenn ihr so Rezepte habt, die ihr wirklich vielleicht entweder mal mega selber angepasst habt oder die ihr vielleicht so ein Familienrezept, also ich will natürlich nicht eure Familienrezepte klauen, aber vielleicht ein Familienrezept, was man vielleicht teilen kann, dass man sowas macht. Halt so Rezepte, die man nicht normal im Internet findet, weil, ne, zum Beispiel die Dings,
ach, wie heißt sie denn jetzt? Die Kürbissuppe, die ich neulich gemacht habe. Das war halt das erste Rezept, wenn man bei Google Kürbissuppe eingibt, ne? Meine. Ja. Melli, Hallöchen, wie geht's dir? Dankeschön, ich habe viel zu viel abgeschnitten hier. Viel zu viel abgeschnitten. Will jemand ein bisschen Basilikum? Naja, gut, wir können das ja zum Verzieren. Dann können wir heute wirklich mal einen schönen Teller machen. Liebe Kürbissuppe, yo, war auch richtig, richtig lecker. Mochte ich zum Beispiel früher auch gar nicht. Kürbissuppe ging früher gar nicht, mochte ich überhaupt nicht. Jetzt finde ich es geil. Aber Suppen befriedigen einen nicht. Wisst ihr, was ich meine? Also finde ich, wenn man so eine Suppe isst, wo, es sei denn, da ist jetzt Fleisch drin oder so, aber dann ist das so, man isst die und sie ist auch voll lecker, aber man denkt dann so eine halbe Stunde nach so, ja, und wann kommt jetzt das richtige Essen? Also so geht mir das halt immer. Vielleicht bin ich da auch einfach ein bisschen anders. Das kann natürlich sein. So, jetzt muss ich mal gerade das Werkzeug wechseln. Ich habe hier nämlich noch so eine Nudelzange. So. Suppe ist eine Vorspeise, Punkt. Ja, genau. Aber ich hatte halt so viel Kürbissuppe, ich konnte das nicht als Vorspeise verwenden. Steht ihr? Und deswegen war das ein Hauptgericht. Aber dann mit ein bisschen Brötchen oder so dazu oder Brot, dann ist das auch okay. Aber ich könnte halt nicht jetzt sagen, okay, dann esse ich jetzt jeden Tag nur Suppe. Verliere ich ja meine ganzen Gains. Suppe mit Brot, ja, das schon. Suppe mit Brot geht dann wieder, aber nur eine Suppe finde ich manchmal ein bisschen schwierig. Oh Mann, hallo, Tomatis, bleib doch hier. Ganz ruhig. Aber die Frage ist ja, cremige Suppe oder wässrig? Bei wässriger bin ich bei... Was? Bin ich bei dir, aber Kürbissuppe ist ja recht dick. Nee, man wird davon auch satt, aber es... Keine Ahnung, es befriedigt mich halt nicht. Also es ist halt nicht so... Ja, keine Ahnung. Es kommt ja auch immer darauf an, wenn man halt so einfach nur Hunger hat und die dann isst, ist ja, dann ist das ja auch gut. Aber wenn man halt so richtig so kurz vorm Sterben ist, weil man so viel Hunger hat, dann... Ach, guck mal, wie klein die einfach sind. Die sind einfach so klein. Richtige Babytomaten. Es tut mir übrigens leid, wenn ich viele Nachrichten von euch gerade nicht sehe, aber... Das ist wirklich ein bisschen schwierig. Wenn ich kurz vorm Sterben bin, koche ich mir keine Suppe. Oh, Cookie Girl, dich habe ich noch gar nicht begrüßt. Es tut mir leid. Ich glaube, du warst eben schon vor Streambeginn da. Ne? Ja, das stimmt auch wieder. Aber manchmal ist es ja auch so, Suppen dauern ja auch immer ein bisschen. Und du hast noch keinen Hunger, fängst an, die Suppe zu machen. Und auf einmal denkst du so, ja, jetzt habe ich schon Hunger. Weil, Alter, ich habe viel zu viele Nudeln. Das reicht für 5 Tage. Nein, reicht's nicht. Das reicht für heute Abend und morgen Mittag. Und dann ist es alle. So. Zack. Jetzt können wir die noch drunter mischen. Ach, guck mal, das sieht ja auch ein bisschen schön aus. Wartet mal. Also ein bisschen schön sieht's schon aus, würde ich sagen. Guckt mal. Ja, okay, in der Kamera sieht's nicht so schön aus. Sieht eher braun aus. Es ist aber richtig rot leuchtend, wirklich. Es knallt richtig. Sozusagen. Wird jetzt auch langsam dunkel hier in der Küche. Gut, dass wir gleich fertig sind. So. Die können da noch rein. So. So. Ja, also für alle, die jetzt sich gleich auch noch Essen machen, also lasst es euch schmecken. Wie gesagt, normalerweise koche ich auch noch nicht um die Uhrzeit. Aber ich muss ja gleich weg. Okay, jetzt sieht man die Tomaten nicht mehr. Das war jetzt dumm. Ich hätte die am Ende auf den Teller packen sollen. Aber ich kann ja mal versuchen, mal einen Teller anzurichten. Ich habe jetzt gar nicht probiert. Das
war natürlich dumm. Wahrscheinlich fehlen dann noch Gewürze. Ich probiere jetzt mal, ne? Und nochmal zum Thema, mal unsere Rezepte kochen. Ja, auf jeden Fall ja, ne? Also sehr gerne. Schmeckt geil, fehlt aber immer noch Salz. Und die Nudeln sind jetzt auch definitiv nicht mehr al dente. Es war fast ein bisschen zu lang. Hätte ich nicht so lange machen sollen. Es war ein bisschen much, too much. Jetzt reißen die auch schon durch. Aber gut, ich habe ja auch nebenbei geredet. Ich glaube, das hat auch viel länger gedauert, als es sonst dauert bei mir. Aber naja. Ich hatte ja auch, also, ne, ihr wart ja auch dabei, sozusagen. Okay, das wird jetzt voll in die Hose gehen. Guck mal, ich versuche das sogar. Ja, ich bin da einfach schlecht drin. Ich kann das nicht, Leute. Da sind überhaupt keine Pilze jetzt drauf. Naja. 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 Och, aber ein bisschen süß ist es auch. Warte. Ich komme vorbei. So. Ja, ich bin halt im Anrichten nicht so ein Profi. Aber das war's schon. Also so simpel kann man sich 5 Kilo Nudeln machen. Ja, jetzt müsste ich halt theoretisch nur noch die Sachen hier wegräumen. Und dann, das ist auch nicht mal viel, was man wegräumen muss. Das hier einmal. Das hier einmal. So. Und fertig. Jetzt trinke ich noch einen Schluck für euch aus der Tasse. Soll ich es mal probieren? Ist doch sehr professionell angerichtet. Ich habe mir auch wirklich Mühe gegeben. Aber es wäre schlauer gewesen, wenn ich die Tomaten am Ende drauf gemacht hätte. Aber ich wollte, dass die halt so ein bisschen noch warm werden. Ich probiere es jetzt mal für euch. Okay. Also. Und dann gebe ich euch Feedback, ob es was geworden ist oder nicht. Tut mir auch leid an alle, die jetzt Hunger haben. Ja, schmeckt sehr geil. Nur die Nudeln sind zu weich geworden. Also falls ihr das nachmacht, falls ihr das genau mit den gleichen Nudeln macht, das sind die Nummer 11er hier. Falls ihr das genau damit macht, 4 Tassen reichen. Macht nicht 5 rein, die 5. war zu viel. Das ist ein bisschen weich geworden. Aber nicht schlimm. Linda, hallöchen, wie geht's dir? Hallöchen. Guck mal, und ich habe genau eine Stunde gebraucht. Genau so, wie es geplant war. Scheiße. Jetzt sehe ich wieder nichts. Lukas Drilov. Man merke, keinen Kochstream anschauen ohne vollen Magen. Ja, das. Ja, also, das kann ich natürlich eine Stunde warm stellen. Easy. Chrissy, danke schön für deinen Resub im 8. Monat. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, dir geht's gut. So, es gibt übrigens doch Veggie Crondant, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das ist. Mit Zitronenreis und Buttererbsen. Lecker, lass es dir schmecken. Das klingt ganz wunderbar. Da bekommt man doch direkt Hunger. Gut, dass ich auch gerade Nudeln koche. Ja, sehr gut. Ach, Cordon Bleu. Ach so. Ja, das kenne ich. Aber die Pilze lassen mich wieder weniger Hunger auf das Ganze bekommen. Ja, aber guck doch mal, Tiffany, guck mal.
So groß sind die Pilze. Das ist nix. Guck mal. Schmeckt geil. Kann man machen. Von außen, ach, die sind einfach, die schmecken einfach geil, die Pilze, wirklich. Und wenn man jetzt was richtig Geiles machen will, Moment. Das ist immer, ja, jetzt muss ich hier gerade mal, wartet. Och, mein Sound-Setup hier ist ja noch an. So, dann nimmt man nämlich hier noch so Meersalz, grobes, und macht dann hier noch einmal so. Ach, ihr seht das, glaube ich, gar nicht, ne? Oder? Ja doch, also halt einmal noch ein bisschen was drauf. Das ist der Endgegner, das schmeckt so geil dann. Gut, dass ich gerade Kartoffeln gegessen habe, sonst hätte ich jetzt mega Hunger. Ja, das mache ich morgen. Ich habe mir hier schon Kartoffeln gekauft, die sind hier schon drin. Und die gibt es dann morgen und tatsächlich gibt es die auch mit Cordon Bleu. Aber das gibt es morgen. Wenn die Nudeln bis dahin alle sind, ansonsten gibt es das nicht morgen. Nee, bar Pilze. Also Pilze mögt ihr echt alle gar nicht. Das ist natürlich auch interessant. Da habe ich ja genau das richtige Rezept rausgesucht. Also ich esse wirklich auch selten Pilze, aber heute hatte ich da echt Bock drauf. Genau, ich mag nämlich Pilze auch nicht. Wenn da so riesen Pilze jetzt drin wären, würde ich die eben auch nicht essen. Aber die sind halt klein und deswegen ist das voll okay. Philipp, hallöchen, moin. Pilze sind lecker, aber nur als Geschmack. Ja, so sehe ich es halt auch. Und deswegen mache ich die möglichst klein und ja. Nadino, hallöchen. Ja, also wie gesagt, das war ja heute nur ein Test. Ich muss jetzt auch gleich zum Training. Deswegen, es war auch nur für eine Stunde, anderthalb Stunden angesetzt. Bin gut durchgekommen, sozusagen. Das war der Plan. Aber wir wiederholen das auf jeden Fall. Das war jetzt, wie gesagt, einfach ein Test, ob es klappt. Es klappt. Ja. Abstimmung, ja, die sehe ich ja wieder nicht, aber ich bräuchte noch so einen Sitz hier, so einen Barhocker. Das wäre geil. Da könnte ich mich jetzt hier hinsetzen und könnte jetzt hier noch was essen. Hast du super gemacht, Lukas. Vielen, vielen Dank. Lass es dir gleich schmecken. Ja, also ich esse jetzt wirklich nur diesen kleinen Teller, weil ich muss dann auch gleich. Na, okay, ein bisschen Zeit habe ich noch. Gerne mehr Kochstreams. Ja, also wenn euch das Spaß gemacht hat, sehr gerne. Als nächstes ist ja jetzt erstmal wieder Nina dran, ne? Mit den Waffeln. Julia, hallöchen. Hab leider alles verpasst. Ja, es tut mir leid. Also ich weiß, dass auch manche um 17 Uhr noch gar keine Zeit hatten. Und das ist ja auch eigentlich noch nicht die richtige Kochzeit. Aber ich hatte heute keine Zeit früher. Nee, also ich gebe meinen Posten gerne ab. Ja, aber ich will doch keine Waffeln machen. Ihr müsst jetzt Nina einfach in jedem Stream fragen, wann es die Waffeln gibt. Ich dachte, ich darf die dann probieren. Komme ich für die Waffeln vorbeigedüst. Lukas, nee. Doch. Okay, wir machen das jetzt folgendermaßen. Jedes Mal, wenn Nina live kommt, schreibt ihr im Startscreen, Nina, gibt es heute Waffeln. Jedes Mal. Prost, ich trinke auf euch. Oh ja, oder wann es den Nudelsalat gibt, das ist auch eine gute Idee. Ich esse noch einen Löffel, eine Gabel. Nee, stopp. Warum nicht? Carrie, lass es dir schmecken. Vielleicht lerne ich durch deine Streams dann doch noch kochen, also kochen kann definitiv jeder. Können bei Nina einen Command dafür machen. Ja, oder hier so ein Timer, das einfach automatisch der Bot immer fragt. Anni, das ist, glaube ich, die beste Idee des Tages. So, ihr Lieben. Es war kurz, aber schön. Zu dem Satz, den kommentiere ich jetzt einfach nicht. Es wäre ganz, ich bin überfordert.
Genau, ein Quickie mit Lukas. Sagst du öfters. Ja, kurz, aber schön, toll, ja. Also für mich war es schön, wenn es, also ich weiß ja nicht, vielleicht war es für euch ja nicht schön. Für mich war es schön. Ich habe ja auch eben gesagt, Suppen, hey komm, ich höre auf zu reden. Ich höre auf zu reden. Ich kann jetzt leider keinen Raid starten. Ich weiß auch nicht, wer live ist. Aber das kann ich natürlich, nee, ja, Doch, ich kann doch, nee. Wollen wir zu Caro? Ja, wollen wir. Wollen wir. Sehr gerne. Dann starte den sehr gerne, Nina. Und dann sagt mir am besten Bescheid, wenn es, wenn wir losdüsen. Weil ich sehe nichts. Ich bin wirklich blind sozusagen. Also, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wenn ihr Lust habt, sehen wir uns morgen Abend wieder. Wahrscheinlich bei Sims. Jetzt geht's ab zur Caro. Ich weiß nicht, was die Caro macht, aber wir düsen da einfach hin, weil es ist eh toll, egal was sie macht. Und habt noch einen ganz, ganz wunderbaren Abend. Lasst es euch schmecken, egal was ihr esst. Und gibt's noch was zu sagen? Schön, dass ihr da wart, auch wenn es so spontan war. Sorry an alle, die jetzt gerade erst vorbeigekommen sind, aber nächstes Mal würde ich das auch früher ankündigen wahrscheinlich. Und dann vielleicht ja auch mit euren Gerichten, das wäre auch supidupi. T-10 Sekunden. Okay, macht's gut, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Habt einen wunderschönen Abend und ja, tschüssi!